Alles beruht auf Steuereinnahmen des Staates. Und deshalb brauchen wir motivierte Bürgerinnen und Bürger, die wissen, warum sie Steuern zahlen und die finden, dass es dabei gerecht zugeht. Und es liegt in der Natur der Sache, dass man darüber streitet. Aber wir sind überzeugt, dass es Ungerechtigkeiten im Einkommensteuersystem gibt, die beseitigt werden müssen und dass Entlastungen möglich sind, notwendig sind und dass sie sogar Wachstum schaffen, meine Damen und Herren. Das ist unsere Überzeugung. Ich würde mal sagen, die Treiber dieser Schuldenbremse, die sitzen eher hier. Sie haben dankenswerterweise mitgemacht, meine Damen und Herren. Also, der Schuldenbremse, ja. Aber wir haben, und im Übrigen auch parteiübergreifend, sonst kriegen Sie nämlich keine Verfassungsänderung in Deutschland hin. Wir haben eine Schuldenbremse im Grundgesetz vereinbart. Und jeder, der hier in diesem Hause sitzt, weiß, dass man nicht sehenden Auges gegen ganz spezifische Festlegungen eines Grundgesetzes verstoßen kann. Da brauchen gar nicht Sie uns zu verklagen, sonst wissen wir alleine. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist die Schuldenbremse so etwas wie die Leitplanke unserer gesamten Arbeit und die beginnt 2011 zu wirken. Und die politische Kunst, und zu dieser Art von Politik sind wahrscheinlich eben wirklich nur wir fähig, so wie wir jetzt regieren, die besteht darum, Wachstum und solide Finanzen miteinander zu vereinbaren. Das ist unsere Aufgabe. Die ist nicht einfach, aber die werden wir lösen, meine Damen und Herren. Diese Regierung, die steht mit beiden Füßen in den Wolken, faselt von bürgerlicher Mehrheit wie von einer messianischen Erlösung, von einer geistig-politischen Wende, als ob bis jetzt der Antichrist dieses Land im Würgegriff gehalten hat. So kann man inszenieren, sich präsentieren. Regieren kann man so nicht, meine Damen und Herren. Lieber würde ich die staatlichen Mittel erhöhen, als dass man abhängig ist von Spenden, wie Sie es inzwischen sind, und dann die Politik derjenigen betreibt, die das spenden.